bauen und zwar aus Hüpfburgen. Ich habe extra für dieses Video eine 1000 Quadratmeter große Halle mit Bühne gemietet. Wir haben heute wirklich komplett übertrieben. Also lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Abo und ein Like da. Und das sind meine Untertanen. Yay! Yeah. Nicht nur das, sondern wer der am längsten dieser Hüpfburgstadt überlebt, gewinnt eine Hüpfburg! Oh ja. Da wussten die Teilnehmer aber noch nicht, dass die Challenge die komplette Nacht übergehen wird. Es wird nicht so leicht. Okay, Hüpfburgen hoch! Wir haben nicht nur Hüpfburgen hier. Wir werden nämlich eine richtige Stadt bauen. Wir werden eine eigene Straße bauen. Wir haben Autos. Das passiert, wenn du einem Kleinkind zu viel Geld gibst. Hier kann man einfach Bungee springen. Es wird einfach richtig geil. Das ganze Video wäre aber gar nicht erst möglich gewesen, wenn Android dieses Video nicht gesponsert hätte. Denn ich hatte die ganze Zeit dieses wunderschöne Samsung Galaxy Z Flip 5 in meiner Tasche gehabt. Flipper ist nicht einfach so im Namen. Man kann es auch wirklich flippen. Schaut es euch an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Sowas ist halt nur auf Android möglich, das gibt's nur bei Android. Man kann es einfach als großen Bildschirm nutzen oder als kleinen. Ich kann einfach schnell so in die Tasche gehen, nimmt nicht viel Platz weg. Aber du kannst es auch einfach aufflippen. Hast du ganz normales großes Display mit Flash. Du hast sogar auf der Seite auch noch ein Display, das heißt, du kannst sogar im zugeklappten Zustand alles noch sehen. Und es fällt dir nicht raus beim Hüpfen in deiner Hüpfburg. Es bleibt immer in der Tasche. Ich find's einfach so cool, sieht so wild aus. Das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Untertanen! Versammelt euch! Ihr habt genau eine Bettdecke. Oh nö. Also es kann sein, dass wir heute übernachten müssen. Reißt euch drum, Untertanen, reißt euch drum! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wenn ich 3 zu 1 sage, dürft ihr euch eure eigene Burg aussuchen. Viele geile Burgen, aber es gibt auch eine ziemliche Arschburg. Okay, sucht doch eure Burg aus. 3 zu 1, go! Oh Gott. Und jeder hat sich hingestellt seine Lieblingsburg an sich gerissen. Wenn man jetzt eine falsche Wahl trifft, kann die Challenge schnell vorbei sein. Oh, Jan, du hast eine gute Burg bekommen. Du hast deine eigene Rutsche, Alter. Geister. Der König! Schön, dass du dir die Feuerwehrburg ausgesucht hast. Ja, ist geil, ne? Da kommt auch schon eine kleine Sache dazu, wenn du die ausgesucht hast. Oh, nee. Wir haben einen Feuerwehrmann in der Stadt. Feuerwehrmann Sam. Du bist hier für die Sicherheit verantwortlich. Ja, vertrau dir. Das wird auch sehr dringend nötig sein, weil diese Stadt ist absolut geisteskrank. Alle, eine relativ langweilige Burg. Ja, ich will mir die noch von Johannes klauen. Ach so, ja, ist ein guter Plan. Ja, ja. Und Sven, guck dir meine Karre an. Guck dir meine Chaya an. Oh, mein ganzes Schloss. Komm mit. Oh nein. Er schläft neben Brindler Prinzessin. Was soll das hier heute werden? Ich kann nicht mehr. Komm in meinem Haus. Wunderschön, ein Prinzessin. Bei der Lautstärke wird das mega werden die ganze Nacht. Das wird bestimmt mega entspannt. Total gut hier. Direkt neben dem scheiß Lüfter. Mega gehen. Mit dem König ist nichts passiert. Mein Briefkasten. Jeder Mitbewohner hat sogar seinen eigenen Briefkasten und kann sich hier gegenseitig Briefe schicken. Der König, wir brauchen Straßen. Soll ich meine Nachbarn besuchen? Ich bin natürlich ein gutherziger König. Ich verstehe es. Ich werde Straßen bauen. Ja! Hier werden aber Parkplätze gebaut. Alle machen hier was fürs Allgemeinwohl und der Mann braucht sich einfach einen Helikopterlandeplatz, Digga. Alle Teilnehmer aus dem Video sind außerdem auch vom Samsung Galaxy Z Flip 5. Ihr habt wahrscheinlich auch nicht mal Unterschied gemerkt zwischen einer normalen Kamera. Hier, wir brauchen kein großes Stativ. Wir müssen aber nur so leicht klappen. Zack. Und bam. Teil, das läuft. Perfekt. Abfahrt. Mal schauen, wer hier am längsten aushält. Man kann immer noch eine Hüpfburg gewinnen. Wir werden es herausfinden. Für den König natürlich eine Show. Oh, Hofnarre. Let's go. Danke dir, Hofnarre. Danke dir. Mir gefällt dieser Job hier sehr gut, muss ich sagen. Die Stadt läuft mega. Es ist einfach nur der Hammer. Okay, Freunde, wir weihen die Straße ein mit einem Rennen. In meiner Stadt sind illegale Straßenrennen erlaubt. Go! Mach die Straße nicht kaputt. Ey! Ich bin erfahren. Doch, Johannes musste mal wieder cheaten. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Zweiter! Johannes kommt in den Knast. Ihr habt beide verloren, hört auf! Dein Gewinn ist es. Und das ist wirklich ein krasser Gewinn. Du darfst in 5 Sekunden meine Krone tragen. Oh. Oh mein Gott, es fühlt sich so unfassbar an. Das reicht doch schon wieder. Mal schauen, was Sven so macht. Hallo! Hola! Hola amigo! ¿Cómo estás? Hi, Sven, was geht? Soy RSS, somos soy son. Sven, warum redest du Spanisch? Ich kann das nicht verstehen. Aber kein Problem. Zum Glück habe ich mein Galaxy Z Flip 5 mit Google Assistant. Und kann das Ganze jetzt übersetzen, was dir Sven hier sagt. Okay, Google, gib mir einen Spanisch-Deutsch-Dolmetscher. Tu es un Idiot. Was könnte das wohl heißen?
Danke dir. Ich sag dir jetzt auch was. Si creías que no notaste tu pedo, estás equivocado. Weißt du, was du siehst? Ja, zu mal. Jetzt war zu schnell. War zu schnell für mich. Ah! Naja, du wirst es nie erfahren. Du wirst es nie erfahren. Die Bewohner in meiner Stadt haben sich perfekt eingelebt. Alles lief ganz normal nach Plan. Alle waren glücklich und haben ein wunderschönes Hüpfburgleben gehabt. Ich bin stolz auf meine Stadt. Hallo, meine lieben Bürger. Komm, den Knast jetzt, das reicht. Manche Bürger haben sich sogar angefangen, Jobs zu suchen. Ja. Was hat es damit auf sich? Hallo. Hallo. Willkommen im Zoo. Haben Sie einen Zoo hier rausgemacht? Ach so. 10 Euro. Hol nicht rein, mit der besten Aussicht über die ganze Stadt. Wir haben auch echte Tiere. Der sieht sehr echt aus. Wir haben hier gut arbeitende Bürger. Sie haben ein illegales Gewerbe gegründet, aber ich feiere sie. Nein! Herr König, dann machen Sie doch was! Ich kann nicht mehr. Die Stadt, die wächst über meinen Kopf. Sie haben die große Ehre, die Hausnummer 1 zu sein. Weil Dankeschön. In der richtigen Stadt braucht man natürlich auch Hausnummern. Woher haben Sie diese Decke? Ich weiß, dass Sie nicht schlafen. Sie kriegen die Nummer 4. Oder auch nicht. Verbeugen Sie sich vor dem König. Was ist das für eine lächerliche Verbeugung gewesen? Ganz auf den Boden! Gar keinen Fall! Keine gute Bewohnerin, niedriger Schlüssel. Es ist wie so ein Kindheitstraum der Entfindung geht. Es ist so krank, was wir gerade machen. Alle Bewohner hatten jetzt eine Hausnummer. Alle Aufgaben werden erledigt, also haben die Bewohner Aktivitäten getan. Leute, wir haben kein Krankenhaus hier in dieser Stadt, also passt auf! Ah nee, warte mal, eine Hausnummer fehlte noch. Okay, was war für eine Nummer? Hier ist die ganz besondere Nummer. Was denn? Ah, oh, du Vollidiot, kannst du dein eigenes Video selber mitmachen. Na, du bist also die Frau von Sven. Du fällst mir. Wie alt bist du? Ich bin 16 geworden. Okay. Was machst du da? Geh weg von meiner Frau, lass Jenny in Ruhe. Aber ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Du hast gesagt, dass du mich liebst. Du hast gesagt, dass du mich liebst. Jenny, entscheide dich jetzt. Bring es aus, Jenny. Willst du mich oder Sven? Was soll das hier? Bin ich Sven der Zweite. Nachfolger, das war auf jeden Fall ein VVR. Nachfolger, falls Moritz zufällig nachts überfallen wird. Wir waren mittlerweile schon über 5 Stunden dort und die Unzufriedenheit der Bürger wurde immer größer. Stürzt den König, stürzt den König, stürzt den König, stürzt den König. Was passiert hier? Was passiert hier? Nehmt ihm die Krone weg! Warum wollt ihr mich stürzen? Was ist los mit euch? Hunger! Okay. Ich glaube, ich kann da was organisieren. Okay, Freunde, die Bürger haben Hunger. Ich würde sagen, wir nutzen das neue Galaxy Z Flip 5, um jetzt einfach mal eine Pizza für alle zu bestellen. Nur weil wir bei dem Pizzaladen meines Vertrauens an. Wir hätten gerne einmal 7 Familienpizzen. Genau. Zu Hüpfburg 4, bitte. Die Margarita zu Hüpfburg 2. Die Pepperoni zu 31. Einfach in die Halle reinkommen und dann zu den Hüpfburg liefern. Danke. Ciao. Ich glaube, der dachte, ich hatte einen kompletten Schaden. In einer halben Stunde sollen sie kommen. Wir warten gespannt. Weil nicht, dass die Bürger noch ausrasten hier. Und währenddessen wir auf die Pizza warten, kann ich mir ganz einfach meinen kleinen Fernseher aus der Tasche holen. Mit einem normalen Phone hat man das Problem, dass man das nie irgendwo richtig hinstellen kann. Es fällt um. Aber hier haben wir das Problem nicht. Entspannen. Aber nicht nur das. Durch die Faltbarkeit kann man einfach Fotos machen, ohne dass man eine zweite Person braucht, die dich fotografiert. Wir stellen es einfach auf. Sieht gut aus. Okay, Google, mach ein Selfie. Sehr gut. Und der Essenslieferant kam wirklich an, aber hat das am Anfang nicht so ganz geglaubt, dass wir das wirklich zum Hüpfbogen liefern müssen. Ich habe ihm das so kurz erklärt, aber dann fand er das eigentlich ganz cool. Dann bin ich den Bestellzettel abgegangen und hat jedem aus der Hüpfbogen seine eigene Pizza geliefert. Ich konnte nicht mehr. Aber vorher klingeln, bitte. Ich kann auch schon mehr starten. Oh, danke schön. Das ist super. Meine Bürger durften jetzt erstmal entspannt essen. Was sie aber nicht wussten, ist gleich, dass die Hälfte der Leute ausscheiden werden. Des Königs Hund ist auch angekommen. Es wird Zeit für eine spaßige Fotosession. Wie findest du es hier? Komm, jetzt komm hoch. Digga, Herr feiert es einfach. Lass dich feiern. Größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte niemand, dass ich schaffe. Das ganze Team. 1, 2. Das ist das. Ja. Wow. Oh shit. Ich hab's. Go, let's go. Lass dich schneller als der Blitz. Viel größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte niemand, dass ich schaffe. Das ganze Team ist am Start. Der König und sein Hofhund möchten ein bisschen Entertainment haben. Es reicht jetzt. Die Hälfte der Leute wird es ausscheiden. Jan gegen Janina. Einer von euch beiden wird die Chance auf eine eigene Hüpfburg verlieren. Ausgeschieden aus meinem Königreich. Wir haben keinen Zoo mehr. Sven gegen Oscar. Oh, Oscar. Yeah. Und der Gewinner wird der neue Feuerwehrmann vielleicht werden. Wir werden sehen. Go! Oh. Wer ist der
ist als erstes gefallen? Wer ist als erstes gefallen? Sven, du kannst den Helikopterplatz abbauen. Du bist raus. Alex gegen Johannes. Go. Oh. Was ein harter Kampf! Nochmal neu, ich bin verhakt, nochmal neu. Raus! Das war cool, wir müssen nochmal neu machen. Mach's nochmal neu, aber nur wenn du gegen Janina machst. Janina, du kannst jetzt Johannes okay. raushauen. Du bist zwar safe, Janina, aber du kannst jetzt noch Johannes raushauen. Warte, ja, natürlich bin ich jetzt abtasch mich. Nochmal neu, ich bin beim Abgaschen runtergeflogen. Der König verbannt sich aus dem Königreich. Feuerwehr! Raus! Es reicht. Wir hatten die Hälfte der Bewohner verloren. Jetzt wurde es wirklich ernst. Wer gewinnt hier die Hüpfburg? Okay, Freunde, jetzt lässt es hart. Die Nacht bricht ein. Wir sind schon, glaube ich, 8 oder 9 Stunden hier. Ich würde sagen, jetzt machen wir die Lichter aus. Mittlerweile ist es mitten in der Nacht, Freunde. Es ist ultra weird, irgendwie jetzt mittlerweile hier zu sein. Ich habe mein Android-Phone dann als Taschenlampe benutzt. Boah, ist das gruselig, Alter. Guck, wie cool man das halten kann. Wie so eine kleine Taschenlampe. Es ist alles so gruselig auf einmal. Die Bewohner sind alle schlafen gegangen, doch es gab einige Probleme. Oh. Konntest du schon ein Auge zumachen? Es ist ein bisschen laut hier. Ich verstehe gar nicht, was du machst. Doch, die Lautstärke war nicht das einzige Problem. Oh, hier stinkt sie wieder. Ja, hier stinkt sie wieder. Nein, der 100. 100. Flash hat gegessen. Nein. Flash hat irgendwo hingekackt. Nein. Doch. Flash hat in deine Burg gekackt. Nein, es ist hier vor nur. Es ist nur hier vor. Die Challenge wird immer schwerer, Leute. Du musst dich ganz. Du bist reingestiegen, Moritz. Nein. Boah, Junge, du musst jetzt die ganze Nacht im Scheiße schlafen. Freu dich drauf. Ich glaube, wir waren uns nicht wirklich sicher, was es war. Wir haben nichts gesehen. Ich glaube, wir müssen mal den Feuerwehrmann testen, weil der Feuerwehrmann, der, guck mal, wie tief der schläft. Hä? Aber du hast immer noch alles unter Kontrolle, oder? Ja, doch. Stellen wir gleich mal raus. Kann man das schaffen? Nee, ich bin so lauter Lautstärke zu pennen. Währenddessen hat Janina den Gestank immer weniger ausgehalten. Oh, ich bin... Ah, nein! Wir haben die Hotelle gefunden. Ja, die habt viel Spaß beim Schlafen hier, ne? Ich muss raus. Bist du raus? Ja. Felix. Ich hab Kacke am Fuß. Ich muss hier weg. Bist du raus? Ich muss hier weg. Oh mein Gott. Es stinkt so hier. Flash hat mir ein bisschen Hilfe geleistet, um die Challenge ein bisschen einfach zu machen. Das heißt, nur noch Oscar und Alex waren im Rennen. Einer der beiden wird die Burg gewinnen, aber ich musste doch vorher was testen. Wir werden jetzt ein Feuer legen. Aber natürlich ein aufblasbares Feuer. Oh nein, der Zoo brennt, hallo, der Zoo. Haben wir hier nicht eine Feuerwehr? Feuerwehr, Aufwand, es brennt. Das ist die langsamste Feuerwehr der Welt. Die Feuerwehr kommt. Wo muss ich denn hin? Zoo, der Zoo, wissen Sie nicht, wie die Stadt aussieht? Zoo brennt, es brennt. Feuer! Bekämpfe es! Ja, das ganze Ding brennt! Was soll ich denn da noch machen? Bro! Weißt du, ich will dich jetzt geisteskrank überraschen, ne? Ja. Aber das ist einfach gar kein echtes Feuer, es war nur ein Test! Ah, Bro! Ja, hast du wirklich geglaubt? Bro, ich hab grad so Schiss gehabt, was soll ich denn machen? Das war so realistisch, ne? Geister. Ja, aber jetzt, wo du sagst. Aber du hast den Test bestanden. Du hast es bestanden. Sehr gut, danke. Hast du den Test bestanden? Dankeschön, kann ich jetzt wieder schlafen? Ja. Ich hab da noch was vorbereitet. Oh. Okay, Freunde, wer wird die Hüpfburg gewinnen? Dafür machen wir jetzt ein Finale! Oscar versus Alex. Okay. Wer es schafft, mein Zepter zu greifen, gewinnt die Hüpfburg seiner Wahl. 3, 2, 1, go! Und während Oscar gegen das Bungee-Seil ankämpfte, kam Alex. Er hat es! Er hat mein Zepter! Ich nehme dich mit! Ich würde sagen, ich besitze eine eigene Immobilie zu sein. Ja! Eine Hüpfimmobilie. Du bist auf meinem Grundstück gerade. Verdammt. Ich gebe dir die Krone ab. Ja. Das war's, meine Freunde, von Ich baue meine eigene Hüpfburgstadt. Wenn ihr noch mehr so kranke Scheiße sehen wollt, lasst ein Abo da. Wir machen nämlich sowas jede Woche. Vielen Dank nochmal an Endo, dass ihr dieses Video überhaupt erst möglich gemacht habt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt alles zusammen noch ein letztes schönes Selfie, Freunde. Okay. Alle rein ins Bild. Okay, Google, mach ein Selfie. Sehr geil. Alter Bro, ich stand fett im Stau, geht's jetzt los? Jetzt geht's natürlich erst los mit der Challenge.